WF-Menschen-Kanal. Tratulala, tratulala, Kasperle ist wieder da, Kasperle ist wieder da. Grüß Gott, liebe Kinder. Ah, wisst ihr schon das Allerneueste? Oh, ich habe eine tolle Geschichte, passt auf. Ah, da kommt auch gerade der Seppel. Seppel, komm her, komm mal schnell her. Ja, grüß dich Gott, Kasperl, was gibt es denn so Spannendes? Ah, du musst dich kaputt lachen. Ich weiß was, der Teufel wird die Prinzessin heiraten. Was sagst du dazu? Kasperl, du immer mit deinen Witzen, weißt du, also... Den finde ich gar nicht komisch. Unsere hübsche, süße, kleine Prinzessin und den Teufel heiraten. Nein, nein, Kasperl, tut mir leid, da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Das ist ja zum Lachen, dass du nicht drüber lachen kannst, weil das nämlich wahr ist. Das ist ganz tiefer, roter Ernst ist das. Jawohl, der Teufel heiratet die Prinzessin, ich weiß es ganz genau. Ach, Kasperl, woher willst du denn sowas wissen? Sowas gibt's ja überhaupt gar nicht. Doch, das gibt's, ich hab's aus allererster Quelle. Aus was weißt du das? Aus allererster Quelle. Das muss ja eine schöne, trübe Quelle sein. Eine trübe Quelle? Das sag mal dem Quelle selber, dem Polizisten, der ist nämlich die Quelle, ja? Du wirst ein Wunder erleben, ich rufe ihn. Herr Polizist, Moment, Polizist. Ja, wer ruft? Wer will was von mir? Da, Sie kommen gerade recht, Herr Schubert. Stellen so. Sie sich vor, der Kasperl, der behauptet, Sie behaupten, Ich behaupte nie. Also was ich sage, das stimmt immer. Aber alleweil immer stimmt das. Naja, schön, aber der Kasperl behauptet, Sie behaupten, hat er gesagt, Sie behaupten, dass der Teufel die Prinzessin heiratet. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt ganz genau. Da brechen Sie nicht zusammen? Ich breche überhaupt nicht zusammen. Und das sagen Sie mir so mitten ins Gesicht hinein? Ja, wo hinein soll ich es denn sonst sagen? Also mitten ins Gesicht? Naja, schön. Also wohin überhaupt nicht sagen? Sowas gibt's nicht. Das darf überhaupt nicht wahr sein. Der Teufel kann nicht um die Hand der Prinzessin anhalten. Ja, also wenn ich das sage, dann stimmt das. Überlegen Sie doch mal, Herr Schupo, der Teufel, unsere Prinzessin, wie soll denn sowas sein überhaupt? Ja, also jedenfalls, ich weiß nur eines. Gestern hat der Herr Baron Teufel hat nämlich bei unserem hochverehrten Herrn Majestät König um die Hand von seiner Tochter, der Prinzessin, angehalten. Herr König hat dann gesagt, naja, also wenn Sie das so nett machen, sehr vornehm und freundlich war auch der Herr Teufel dabei, hat er gesagt, also dann, naja, was soll man da machen, nicht? Dann passiert's halt, hat er gesagt. Der König hat gesagt, der Teufel darf die Prinzessin heiraten. Jawohl, hat er gesagt, und ich muss jetzt wieder in meinen Dienst, nicht? Also... Behüt euch Gott. Jetzt läuft er weg, Kinder. Jetzt läuft er weg und lässt mich hier stehen mit dieser ganzen Neuigkeit und ich fass mir an den Kopf. Kinder, jetzt muss etwas geschehen. Ich kann einfach nicht zulassen, dass die Prinzessin den Teufel heiraten muss. Aber was? Ja, es bleibt gar nichts anderes übrig. Man muss das Gold von der Hexe wegnehmen, damit sie es dem Teufel nicht geben kann und dann kann der Teufel die Prinzessin nicht heiraten. Aber ich kann doch allein das Gold nicht schleppen und wegnehmen und... Der Kasperl muss helfen. Da drüben wohnt er. Kasperl, ich rufe ihn raus. Der muss rauskommen. Kasperl, komm, ich weiß, du bist da drin. Komm raus, komm. Ja, da bin ich ja. Haha, gell, jetzt schreist du. Ah, jetzt weißt du es, gell? Der Teufel heiratet doch die Prinzessin. Kasperl, ich flehe dich an. Wir müssen etwas tun. Wir müssen der Prinzessin helfen. Ja, meinst du, wir müssen? Ja, wir können nicht zulassen, dass sie den Teufel heiratet. Nein, das können wir nicht. Nein, das können wir nicht. Dann können wir es nicht, aber der König kann's. Kasperl, deshalb müssen wir ja etwas tun. Der König braucht das Gold und dann müssen wir ihm eben das Gold beschaffen. Ich spreche von dem Hexengold. Wir müssen das Hexengold wegnehmen. Ich weiß nur nicht wie. Da bist du so schlau wie ich. Ich weiß es auch nicht. Kasperl, dann lass dir doch was einfallen, mein Gott. Einfallen. Mir fällt ein, dass mir überhaupt nichts einfällt. Ach, Kasperl, bitte lass jetzt diese blöden Witze. Wir müssen jetzt ganz ernsthaft überlegen, was wir tun. Ernsthaft überlegen? Hier. Eieieiei. Na, also mir fällt hier nichts ein. Das ist das Einzige, was ich weiß. Aber, weißt du was? Ich gehe in den Wald. Und du auch. Und da ist der Förster und der kennt sich ja da aus. Und vielleicht hat der einen Einfall. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wir müssen einfach mal in den Wald gehen und uns das alles anschauen. Und dann sehen wir, wie das funktioniert. Ja, also los, Tritra, Tulala, komm her, wir gehen in den Wald. Haha, jawohl, ab in den Wald, da ist schöne frische Luft, da kommen wir doch mit den besten Ideen. Da kommt Tritra, Tulala, lalala, lalala, lalala. Kinder,
Da stehe ich, arme Kasperl, unten mitten im Wald. Ein Männlein steht im Wald auf einem Bein. Nicht auf einem Bein, wenn ich das anhebe, sitze ich auf dem Hintern. Nein. Aber da drüben, das Hexenhaus, schaut nur, wie das da steht. Krumm, schief, und oben raucht's raus und man weiß nicht, was raus raucht. Oh, mir ist ganz unheimlich. Geht euch das auch so, Kinder, wenn sowas so ist? Dann so, das krummelt so im Magen drin. So. Und alles nur bin ich jetzt hier allein, weil bei dem Seppel sein Schnürsenkel gerissen ist und jetzt musste der erst nochmal zurück. Ich gehe auch zurück. Ich gehe auch zurück und hol den Seppel. Das ist mir... Oh, Moment, da kommt... Wer kommt denn da? Das ist der Herr Förster. Ja, grüß Gott, Herr Förster. Ah, grüß Gott, Herr Förster. Ja, grüß dich Gott, Kasper. Was machst du hier in meinem Wald? Willst du Reisig sammeln für die Großmutter? Nein, ich sammle was ganz anderes. Ach, Herr Förster, da drüben, sehen Sie das Haus da? Na, das ist das Hexenhaus. Das ist schon so ein Kreuz. Seit 500 Jahren steht das hier im tiefen, dunklen Wald. Ja, schon mein Urgroßvater hat sich mit der Hexe rumgeärgert. Aber man kann ja einen großen Bogen drumherum machen, dann sieht man's ja nicht. Das ist eine gute Idee. Haha, ja, kommen Sie, wir machen einen großen Bogen drumherum. Nein, Kasperl, nein, sei kein Feigling, Kasperl, sei kein Feigling. Das muss ich zu mir selber sagen. Herr Förster, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Was willst du mir ein Geständnis machen? Hast du gestohlen? Ich will stehlen. Kasper, du willst stehlen? Na, die Großmutter, die sitzt zu Hause und die weint ja bittere Tränen, wenn du im Gefängnis sitzt. Ja. Kasper, das sollte man aber nicht machen. Ich will ja auch gar nicht stehlen, der Seppel will stehlen. Was? Der Seppel will stehlen? Den kenne ich doch auch. Das ist doch ein ganz lieber, netter Kerl. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Seppel stehlen will. Er will ja auch gar nicht so stehlen. Er will nur das Gold und weil der König von der Hexe über den Teufel die Prinzessin an... ich krieg das gar nicht rein. Der König hat kein Geld und der Teufel hat Geld, nämlich das Geld, was bei der Hexe steht. Und der Teufel will jetzt das Geld von der Hexe dem König bringen und dann kriegt er vom König die Tochter vom König, die Prinzessin, und die heiratet dann der Teufel. Und der Seppel will das nicht, dass der Teufel die Prinzessin heiratet. Und darum hat er zum Kasperl gesagt, Kasperl, du musst mir helfen. Und jetzt muss der Kasperl dem Seppel helfen, dass der Teufel die Prinzessin nicht heiratet. Und der Kasperl, ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Ja, ich soll helfen. Wie finden Sie denn das? Das ist ja furchtbar, Kasper. Ja. Da müssen wir was unternehmen. Okay, das ist furchtbar. Ja, das ist ganz furchtbar. Kommen Sie, geh mal lieber. Da haben wir gar nichts mehr zu tun. Kasper, hier geblieben. Wir müssen da was gegen unternehmen. Ja, was denn? Ja, das weiß ich. Moment, Kasper, da habe ich eine Idee. Ich weiß einen Hintereingang, einen geheimen Hintereingang beim Hexenhaus. Und jetzt pass mal ganz genau auf, was wir machen. Ja? Pass auf. Du gehst nach vorne und rufst die Hexe heraus. Ja, ich ruf sie raus. Ja, und unterhältst dich mit der Hexe. Ah, schön. Derweil schlupf ich durch den Hintereingang in das Hexenhaus und schau nach, ob das Gold darinnen ist. Hast du das mitgekriegt? Ja, prima, ja. Also Sie gehen hinten hinein und ich gehe vorne hinaus. Genau. Ich rufe die Hexe vorne raus und Sie gehen hinten rein. Ja, das ist lustig. Aha. Und nachher gehen Sie wieder hinten raus und ich schicke Sie wieder vorne rein. Aha. Wunderbar, Jotte, so ist richtig. Ja, prima, das machen wir, Herr Förster. Also jawohl. Dann gehen Sie jetzt hinten und ich gehe nach vorne. Jawohl, machen wir das so. Jetzt geht der Förster hinten rum und ich gehe vorne rum und rufe die Hexe raus. Hexe! Ich rufe die Hexe vorne raus. Was habe ich denn da versprochen? Ich soll die Hexe rufen. Naja, was bleibt mir übrig? Ich probier's halt. Also, auf geht's. Rufen wir die Hexe. Hallo, Hexe, rauskommen! Nein. So darf ich sie nicht rufen. Da verzaubert die mich ja gleich. Ich muss ganz freundlich sein. Kasperl, du musst sehr, sehr charmant. Du musst lieb sein mit der Herde. Ja, liebe, süße Frau Hexe musst du rufen. Ja, die heutige Witterwurz, meine liebe, süße Frau Hexe. Ja, das ist gut. Liebe, süße Frau Hexe. Liebe, süße Frau Hexe. Wer ruft mich da? Naja, ich, der Kasperl. Ach, du, der Kasperl. Oh, ja, das sehe ich. Ja, ich sehe es auch. Ja, ich bin's. Ich wollte nur guten Tag sagen und Ihnen gratulieren. Gratulieren, so, wo
wozu willst du denn gratulieren? Wozu denn? Ach so, ja, ihr werdet doch jetzt, der Teufel, die Prinzessin heiratet, das ist doch so eine Art Verwandtschaft und da werdet ihr doch jetzt mit dem König verwandt und na ja, das ist doch ein Grund zum Gratulieren, oder nicht? Da hast du ganz richtig geraten. Ja. Ich werde jetzt die Schwägerin vom König. Auch eine Schwägerin, so eine nahe Verwandtschaft. Das hätte ich gar nicht gedacht. Was muss man denn eigentlich so bezahlen, damit man Schwägerin vom König wird? Dann muss man sehr viel Gold haben. Sehr viel Gold, einen ganzen Kasten voll Gold. Großen Kasten, ja, kann man den überhaupt noch tragen? Ja, zwei Männer können ihn tragen. Oh ja, das ist eine... Ah, Frau Hexe, oh ja, fein. Zwei Männer, also so wie Seppel und ich, dann könnten wir ihn ja tragen. Wissen Sie, wir tragen ihn die Kiste hin zum König und dann werden wir doch so ein bisschen eingeschmeichelt beim König und dann können wir doch eventuell noch einen kleinen Taler verdienen. Nein, ich weiß ganz genau, was ihr wollt. Nein, du willst mir das Gold stehlen. Oh, Frau Hexe, stehlen. Ich bin harmlos, wie ein kleines Häschen. Ja, du bist ganz harmlos. Du wirst ganz harmlos sein, wie ein kleines Häschen. Ja. Und ich verzaubere dich jetzt zu einem Häschen. Linsen, Wurz und Schneckengang. Hinten kurz und vorne lang. Schnick, schnack. Was ist was? Kasper wird ein Has. Oh, Kinder, was ist mit mir los? Ich bin ja einfach so klein. Oh, ich bin ein richtiger Has geworden. Ich bin verzaubert. Es ist so eine Schwärmerei. Und ich stehe jetzt allein da. Der Förster ist weg und kein Mensch redet mehr mit mir. Warte, da kommt der Seppel. Seppel, komm her, Seppel. Der hört mich gar nicht. Seppel, du musst mir helfen. Was höre ich denn da? Da unten, so ein kleiner Hase, der murmelt ja. Hey, murmelt, was heißt hier murmelt? Ich schrei ganz laut, hörst du mich denn nicht, Himmeldonnerwetter? Seppel, du musst mir helfen, schau, was sie mir aus mir gemacht haben. Was ist denn mit dir, kleiner Hase, was willst du denn? Da fragt er noch, was will ich denn, was, ich will wieder Kasperl sein. Seppel, hilf mir doch, ich bin doch der Kasperl. Aber kleiner Hase, red doch keinen Unsinn überhaupt, seit wann reden überhaupt Hasen? Seit sie Kasperl sind, seitdem reden Hasen. Ich bin der Kasperl. Aber kleiner Hase, jetzt hör auf mit dem Unsinn. Geh mir aus dem Weg. Ich muss hier nämlich auf den Kasperl warten. Der muss auf den Kasperl warten. Ja, ist er denn narrisch geworden? Der Kasperl bin doch ich. Himmeldonnerwetter, du blöder Seppel, du. Ich bin der Kasperl. Ich bin verzaubert von der Hexe. Verstehst du jetzt? Mein Gott, ist das wahr, Kasperl? Bist du der Kasperl? Kasperl, ja. Ja, ich kann dir ja gar nicht helfen. Du Kasperl, dann renn schnell, geh zu deiner Großmutter nach Hause. Vielleicht, wenn die dich gründlich wäscht, vielleicht kann die dir die langen Ohren und das alles wieder abwaschen, dass du wieder Kasperl wirst. Ja, oje, den weiten Weg jetzt mit meinen kleinen Füßen hoppeln. Oh, naja, was bleibt mir übrig? Vielleicht kann mir meine Großmutter wirklich helfen. Mach's gut, Seppel, du wart mal hier, der Förster ist hinterm Haus, der kommt sicher gleich. Muss ja auf ihn warten. Ich renn schnell zu meiner Großmutter. Wiederschauen, Seppel. Herr Förster, hallo, ich bin's, der Seppel. Na, grüß dich, Gotzel, bist du auch da? Ja, ich hab schon gehört vom Kasperl, ihr habt nach dem Gold geschaut. Ja, wir haben's sogar gefunden, es ist im Hexenhaus, in einer großen Kiste ist es herinnen. Ach, wunderbar, dann gehen wir gleich rein und holen's. Ja? Ach nicht, das geht nicht, Seppel, wir müssen warten, bis die Hexe weg ist. Ja, und wann geht die weg? Ja, das weiß ich nicht, das kann lange dauern. Oi, das wird eine schlimme Wache. Da bin ich wieder, Kinder. Als ich im Ort war, bei meiner Großmutter, ihr gesagt habe, Großmutter, schau mich an, habe ich gesagt, ich bin der Kasperle. Wisst ihr, was die gesagt hat? Die hat nur geschaut, hat sie, dann hat sie beide Hände hochgehoben und hat gesagt, Satan, hat sie gesagt, weiche von mir. Was wollte ich machen? Bin ich halt wieder von ihr gewichen. Jetzt bin ich wieder da und wo ist denn der Seppel und der Förster und was soll ich denn jetzt machen? Da muss jetzt was passieren, ich kann ja nicht ewig in diesem Hasenaufzug rumlaufen, das geht ja nicht. Ich will wieder Kasperl sein, ich will wieder groß sein und nicht immer so ein Bammel da hinten dran haben und da oben diese lange Ohren, wie schaue ich denn aus? Ich traue mich gar nicht in einen Spiegel schauen, das ist ja furchtbar.
Ich weiß, was ich mache. Ich gehe zur Hexe und sag: Hexe, jetzt zauber mich zurück, sonst, ja, was sonst. Ich rufe den Hund, den Bello, der war doch hier, der Förster Hund. Wo ist denn der Bello? Den rufe ich, der muss mit, und wenn die Hexe mich nicht zurückzaubert, dann sag ich: Bello, beiß die Hexe ins Bein, und dann beißt er sie so lange ins Bein, bis die Hexe mich... Jawohl, hey, Bello, vielleicht ist er noch da, Bello. Oh ja, da bist du ja, Bello, komm her. Hey, Bello, Nico, der kennt mich nicht wieder. Hilfe, Bello, wie? Der Bello, der denkt, ich bin ein Hase. Hilfe. Ah, da ist ja das Hexenhaus. Na, dann will ich mal meine Gevatterin rufen. Hexe! Ah, da ist ja mein Gevatter Teufel. Guten Tag, Hexe. Habt ihr alles Gold gezählt? Ja, ich habe das Gold. Gold gezählt. Das sind 100 mal 100 mal 100 Dukaten. Ah, oh, das ist so viel für den dummen alten König. Ja, da ist die Hälfte noch genug. Na ja, gut, dann geben wir ihm zuerst mal die Hälfte, und die werde ich ihm heute Abend ins Bett zaubern. Ins Bett? Ja. Nein, nicht ins Bett, das ist so unseriös. Das zauberst du in seine Schatzkammer. Na gut, wenn du willst, dann zauber ich ihm das in die Schatzkammer. Also, wie denkst du dir jetzt den Tag? Hm? Ja, also, pass einmal auf, ich hab mir das so gedacht. Der Abend beginnt mit einem Empfang. Um Punkt 20 Uhr trifft alles zum Empfang ein. Und dann wird man etwa so um 20.10 Uhr sich zu Tisch setzen. Und die Speisenfolge, die wird sich also zusammensetzen aus: erstens einer heißen Erbsensuppe mit geeisten Pflaumen. Und als Hauptgericht dann Frankfurter Würstchen mit Vanillensauce. Und dann kommt ein gebratener Hering mit Rosinen gespeckt. Und als Nachtisch gibt es dann Himbeereis mit gekühltem Sauerkraut. Ja, dann kriege ich aber Appetit, dann kriege ich aber mit Essen. Das glaube ich dir. Und bis dieses Essen eingenommen wird, da wird es dann etwa 21.30 Uhr sein. Und dann werden wir alle aufbrechen. Und da brauchen wir mindestens eine Minute, weil der König so dick ist. Und um 21.32 Uhr, da sind wir dann an der Schatzkammer. Gut, um 21.32 Uhr bin ich da und bringe die Hälfte des Goldes. Sehr schön. Ah, aber mir fällt da was ein. Weißt du was? Lass doch das ganze Gold auf den Marktplatz kommen. Oh. Der ganze Marktplatz muss von Gold regnen. Regnen muss es Gold. Wunder. Das vom Teufel kommt. Ah, jawohl. Das machen wir. Ach, Kinder, jetzt sind sie wieder weg. Die Hexe ist wieder im Haus und der Teufel ist zum Teufel. Und ich sitze immer noch als kleiner Hasen. Den Bello bin ich ja losgeworden. Ich bin einfach in einen Wassergraben gehüpft und da hat er mich nicht mehr gefunden. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich hier hinter dem Gebüsch alles gehört, was die Hexe mit dem Teufel verabredet hat. Uiuiui, was die heute Abend vorhaben. Die wollen ja den armen König richtig reinlegen. Und ich sitze da und kann nichts machen. Ich will wieder der Kasperl sein. Ich will wieder der Kasperl sein. Ich will wieder der Kasperl sein. Wer lacht da? Ja, Kasperle. Ich bin's. Der Igel. Ja, Igel. Woher kennst du mich denn? Alle halten mich für einen Hasen. Das rieche ich, dass du kein Hase bist. Außerdem habe ich dich ja immer rufen hören. Ich will wieder der Kasperle sein. Ich will wieder der Kasperle sein. Und da habe ich mir schon gedacht, dass dich die Hexe verzaubert hat. Du bist ja hier am Hexenhaus. Ja, du bist ein kluger Igel.
Und was fange ich mit deiner ganzen Klugheit jetzt an? Jetzt stehe ich da als Haas und muss dem Seppel helfen und muss dem König helfen und kann überhaupt nichts machen, weil ich immer noch so ein blöder Haas bin. Ja, dann zauber dich halt zurück. Ja, zauber dich halt zurück, müsste ich können. Ja, kannst du das nicht? Na, kannst du es vielleicht? Ja, ich kann's schon. Weißt du, wenn die Hexe immer im Wald ist und dann so mal was verzaubert und dann wieder zurückzaubert, da sagt sie immer, pass auf, man muss mal überlegen, da sagt sie immer, schnick, schnack, das sagt sie zweimal. Sie sagt, schnick, schnack, diddledum, alles wieder andersrum. Und dann ist wieder alles andersrum. Und wenn es beim ersten Mal nicht geht, musst du es halt dreimal sagen, dann wird's schon gehen. Moment, wie war das? Schnack, schnick. Nein, Schnick-Schnack. Schnick-Schnack, Dildum, ist das richtig? Ja. Schnick-Schnack, Dildum, alles wieder andersrum? Ja. Jetzt pass auf, jetzt gehe ich in den Busch, ich geniere mich. Also, psst, ruhig. Schnick-Schnack, Dildum, alles wieder andersrum. Schnick-Schnack, Dildum, alles wieder andersrum. Ja, das macht ja schon ganz richtig, der Kasperl. Schnick, schnack, Dildum, alles wieder andersrum. Schau her, ich bin's wieder. Igel, wie schau ich aus? Jetzt bin ich wieder der Kasperl. Jetzt müssen wir weg hier. Ich darf hier gar nicht so laut sein, ich bin ja immer noch beim Hexenhaus. Und da hinten geht jemand. Du, Igel, kannst du von unten das sehen, wer das ist? Ja, kennst du die nicht? Das ist doch der Förster und der Seppel. Ja, die kann man ja gar nicht richtig sehen, die gehen ja so gebückt. Ja, die schleppen ja auch eine schwere Kiste da hinten um. Die schleppen eine Kiste. Du, Igel, die tragen das Gold fort. Aber das geht ja nicht. Warum geht denn das nicht? Naja, wenn das Gold, das stinkt doch nach Schwefel, wenn das aus dem Hexenhaus kommt. Das riecht doch die Hexe kilometerweit. Hei. Und da kann die das ja finden. Ja, das findet die überall, da braucht ihr bloß nachlaufen. Oh, was machen wir denn da? Ja, Igel, da musst du dir noch was einfallen lassen. Gibt's da nicht auch einen Spruch? Ja, also, wir haben ja einen Spruch rausgekriegt, wenn die Hexe hinter uns her ist, um uns zu verzaubern, dann rennen immer viele Tiere über die Spuren hin und her und dann sagen wir immer, Reh und Igel, Käfer und Bär, niemand findet gar nichts mehr. Niemand findet gar nichts mehr, du, das ist sehr gut. Jetzt ruf alle Tiere zusammen und dann rennt ihr alle über die Spur vom Förster und vom Seppel hin und her und dann kann die Hexe das Gold nicht mehr finden. Ja, weil du es bist, Kasperle, für dich tun wir das. Ist in Ordnung, ich gehe gleich und ruf die Tiere zusammen. Tschüss, Igel. Kinder, das ist fein. Jetzt hab ich's raus. Jetzt kann die Hexe ihr Gold nicht mehr finden und der Seppel hat's. Jetzt passt auf, jetzt wird's bestimmt gut, wenn nicht der Teufel noch dazwischen kommt. Aber da pass ich schon auf. Jetzt schaffen wir's. Bis gleich in der Stadt, Kinder. Ich rieche mein Gold nicht mehr. Wo ist mein Gold? Polizei, ich will mein Gold wieder haben. Ja, wer ruft denn da? Ich bin die Polizei. Ich will mein Gold. Ja, nun langsam. Alte Frau, was heißt denn mein Gold? Woher wollt ihr denn Gold haben? Oh, das Gold habe ich vom König, das gehört mir. Was? Das gibt's ja gar nicht. Das habt ihr wohl gestohlen. Oh, was? Das habe ich nicht gestohlen. Das habe ich mir ganz ehrlich erzaubert. Was? Ehrlich erzaubert? Das soll ich glauben. Du bist verhaftet. Nein, das ist mein Gold. Das habe ich mir ganz langsam aus der Schatzkammer des Königs herausgezaubert. Immer ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Oh. Bis es immer weniger wurde, immer weniger. Und bis er gar nicht mehr merkte, wie er immer ärmer wurde. Und jetzt ist er ein ganz armer Mann. Und jetzt muss er seiner Tochter den Teufel geben. Das muss ich dem König melden. Das ist ja nicht die Möglichkeit. Du bist ja eine große Diebin. Nein, mein Gold. Moment, wo ist mein Säbel? Hier ist mein Säbel. Kommst du mit? Sofort kommst du mit auf die Wache. Halt! Ja, wo ist sie denn jetzt hin? Jetzt hat sie sich verzaubert. Also, das ist doch nicht die Möglichkeit. Wo finde ich sie jetzt? Oh je. Märchenkanal. Ach,
Kinder, jetzt bin ich wieder in der Stadt. Ach, wird der König eine Freude haben. Der Seppel mit dem Förster sind auch schon in der Nähe. Und dann bringen die das Gold und dann braucht der König seine Tochter nicht mehr dem Teufel geben. Ach, ist das schön. Und vielleicht kann tatsächlich also der Seppel die Prinzessin heiraten. Na, dann gibt es eine Feier. Oh ja, da frage ich gleich den König. Herr König, Herr König, kommt raus, Herr König, Majestät, König, kommt raus. Ah, da kommt er. Wer ruft dich denn hier? Der Kasperle kennt mich doch. Der Kasper, es zieht ja wieder beim Königreich. Sämtliche Schlösser stehen offen. Ja, lasst ziehen, lasst's offen stehen, ist ja eh alles egal. Jetzt feiern wir Hochzeit, Herr König. Ich gratuliere Ihnen auch. Aber lieber Kasper, bitte, keine Gratulation. Es ist wirklich kein Vergnügen, wenn eine Prinzessin einen Teufel heiratet. Ja, aber sie heiratet ja nicht den Teufel. Nein, sie heiratet ja den Teufel des Goldes wegen. Ja, aber das Gold hat doch der Teufel gar nicht mehr. Das hat doch der Seppel. Da kommt er auch gerade. Da schaut, Seppel, komm ran. Ja. Grüß Gott, Herr König. Ah ja, da ist die große Kiste, Schatz. Herr, wir haben es direkt aus dem Wald für Sie geholt. Ganz voll Gold, Herr Förster, kommt, stellen wir es hier ab. Jo, Majestät, Herr König, grüß Sie Gott. Wir kommen gerade aus dem Wald. Dem Wald geht es gut und die Tiere sind auch alle gesund, Herr Majestät, König. Der kann gar nichts mehr sagen. Schaut mit dem sein Gesicht an mit der Stauhorn. Jetzt schaut er in die Truhe rein. Gell, die ist voll Gold, Herr König, gell? Das ist schön. Das gefällt euch. Was soll ich jetzt sagen? Kasper, ich bin sprachlos. Na, das ist fein. Dann können wir ja heiraten. Dann machen wir eine Riesenfeier. Und jetzt wird der Seppel Bräutigam. Und der Seppel heiratet. Hey, ich bin der Bräutigam von der Prinzessin. Ah, der hat mir gerade noch gefällt. Der Teufel, geht zum Teufel. Was? Ich bin der Bräutigam und das bleibt es auch. Nein, das bleibt nicht. Wir haben das Gold und von uns kriegt der Gold das König. Ich protestiere. Ja, protestiere ruhig, Majestät, darf ich ihn vortreiben? Protestiere. Ja, danke schön. Protestiere. Und das Teufel, Teufel, geht zum Teufel. Kinder, das war schön. Jetzt ist der Teufel zum Teufel geschickt. Majestät, herzlichen Glückwunsch. Jetzt machen wir eine riesig schöne Feier. Ja, mein lieber Kasper, jetzt machen wir eine... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Aus. Und heute spiele ich der Hexe einen Streich. Na, ihr werdet staunen. Da hat doch die Hexe meine Großmutter reingelegt. Stellt euch vor, kürzlich kam meine Großmutter nach Hause aus dem Wald und hat Reisig gesammelt. Und als sie den großen Korb voll Reisig zu Hause aufmacht, wisst ihr, was drin war? Na, lauter Schnecken und Blindschleichen und so Zeug. Na, hat sich meine Großmutter vielleicht geärgert. Und da hat sie genau gewusst, das kann nur die Hexe gewesen sein, die sie wieder ärgern wollte. Na, und jetzt habe ich einen Topf voll Schmierseife mitgebracht. Den schmier ich der Hexe vor die Haustür auf die Steinplatten und dann fällt die auf die Nase. Pst, ganz ruhig sein. Ich muss ganz leise sein, damit die Hexe mich nicht hört. So, schön schmieren. Noch ein bisschen schmieren. Ah, da ist noch ein schöner. Ah, das ist eine schöne Schmiere. Hui, ich höre Schritte. Vorsicht, ich glaube, da kommt schon die Hexe. Kinder, ich verstecke mich im Busch. Ja, ich bin hier. Ich hab doch irgendwas gehört. Ah, das ist ein Mann. Au, alles tut mir weh. Mein Bauch, meine Nase und mein Pupu. Au. Wonach riecht das hier? Nee, das riecht nach Seife. Seife kann ich nicht leiden. Das stinkt nach Seife. Ich muss mich sofort mit Schwefel abwaschen. Na, warte, ich weiß, wer das gewesen ist. Das ist Kasperle gewesen. Dich krieg ich noch. So eine Gemeinheit. Kinder, ich kann nicht mehr. Ich hab mich ja so unterbremsen müssen, dass ich nicht geplatzt bin vor lauter Lachen. Ihr hättet das sehen sollen, wie die Hexe hingeflogen ist. Das war schön. Ach, das war schön. Was war denn das für ein Lärm hier? Wer ist denn da? Ach, das ist der Igel. Du, Igel, komm her.
Da hat es doch so einen Knall gegeben. Ja, das war die Hexe, die ist hingeflogen. Schade, ich hab gedacht, die wäre geplatzt. Nein, geplatzt ist sie leider noch nicht, höchstens vor Wut. Du, ich hab Schmierseife auf die Stufen geschmiert und dann ist sie auf die Nase und auf den, hingefallen jedenfalls. Du, das gönn ich der Hexe, weißt du, die ist ja auch immer so böse mit uns Tieren, so ganz, ganz böse ist die mit uns. Ja, warum, was macht die denn mit euch? Das weißt du nicht. Nein, Igel, das weiß ich nicht. Was macht sie denn? Ja, immer geht sie in den Wald und dann zaubert sie. Na, was zaubert sie denn? Ja, die zaubert uns in die Pfanne. Dann sagt sie immer so was, weißt du, wie Schnick, Schnack, was ist was und der Has ist in der Pfanne oder in der Pfanne ist der Has. Oder Schnick, Schnack, was ist was, in den Tiegel fliegt der Igel und solche Sachen. Und dann, bevor wir uns umschauen, sind wir schon tot in der Bratpfanne von der Hexe und dann frisst sie uns auf. Ja, das ist aber nicht fein von der Hexe. Nicht fein? Na, du machst mir einen Spaß. Nicht fein, sagt er da. Da geht's um unser Leben. Du, da habe ich eine Idee. Schau mal, was ich hier hab. Was ist denn das? Das ist eine Rolle Bindfaden, ist das. Und da habe ich eine kleine Klingel. Und jetzt gehen wir los und spannen überall im Wald, wo ihr immer rumlauft, da spannen wir Fäden und die verbinden wir alle mit der Klingel. Und dann kommt die Hexe und wenn sie kommt, dann stolpert sie über die Fäden und dann klingelt's und dann könnt ihr davonlaufen. Oh Kasperle, das wäre ja unsere Rettung. Ja, da gehen wir sofort los, das machen wir gleich. Ja, also komm, gehen wir in den Wald, komm schnell. Idi, pass auf, ich komm mit deinem Fahren. Ja, Kasperle, ich hab auch schon gerade in einen gespannt. Alle zu der Klingel darüber. Ja, und warte, jetzt gehe ich noch da in die Ecke. Moment. Kasperle, ich spann von hier auch noch einen. Ja, Igel, das ist gut. Und pass auf, da hinten ziehe ich auch noch einen rüber. Du, meinst du, dass der Faden, den ich jetzt da über den Busch spanne, ob der auch klingelt? Na warte, das können wir gleich probieren. Zieh mal ein bisschen dran. Ja, prima, prima, klingelt der. Gut. Du, geh dahinter noch und da spann noch einen von da drüben, von dem Baumstamm da rüber. Ja, du, ja, und da drüben, da spann ich auch noch einen. Ja, und über die Lichtung da drüben spann ich noch einen weg. Du, das wird prima. Ja, so, jetzt alle hierher, jetzt wo da die Klingel ist. Ja, komm, hier, ich bin schon da. Jetzt alle hier an der Klingel zusammenbinden, dann klingelt das immer, wenn die über die Fäden läuft. Du, Kasperle, hast schon fertig? Warum? Ich höre Schritte. Na, du hörst immer sowas. Nein, du, wirklich, hast fertig? Ja, ich bin schon fertig. Du, lass uns hinter dem dichten Busch da links verschwinden. Du, ich glaube, die Hexe kommt. Ich weiß überhaupt nicht, was heute los ist. Ich sehe heute überhaupt kein Tier, was ich mir in die Pfanne zaubern kann. Was ist denn das heute bloß für ein schrecklicher Tag? Nanu, was kennen wir denn da? Nanu? Ja, das ist ja nochmal so ein Klingeln. Was ist denn das? Mensch, ich lache mir Mast. Kasperl, sei ruhig, um Himmels Willen. Und wenn die Hexe hier um den Busch kommt, dann verschwind ganz schnell weg. Denn wenn sie dich sieht, kann sie dich verzaubern. Ich kann nicht weg. Ich kugel mich auf den Boden vor Lachen. Das klingelt doch nochmal. Ich muss doch mal sehen, wo das Klingeln herkommt. Da sehe ich doch einen Faden. Den muss ich doch mal abbeißen. Da sehe ich ja noch einen Faden. Und dann noch einen Faden. Und noch einen Faden. Überall fliegen. Und überall fliegen. Das wäre jetzt denn das gewesen. Das ist ja lauter. Schnick, Schnack, was gelogen ist, ist wahr. Der Kasper schläft für 100 Jahre.
dass er vor Sonnenuntergang nicht mehr geweckt wird. Das wäre ja möglich. Ah, mir fällt das ein, was ich machen kann. Ich lasse eine ganz dichte, große Dornenhecke um ihn herum wachsen, damit niemand an ihn heran kann. So, Kasper, jetzt schläfst du 100 Jahre. Kinder, habt ihr das miterlebt? Jetzt hat die Hexe den Kasperl in eine Dornenhecke hineingezaubert. Ja, wie kriege ich denn den da wieder raus? Denn wenn der nicht vor Sonnenuntergang geweckt wird, hat die Hexe gesagt, dann muss der 100 Jahre schlafen. Das kann ich ja nicht zulassen. Da bleibt nur eins übrig. Ich muss den da rausbeißen. Ich muss ihn rausbeißen. Ich schaff das ja nicht. Ich komm da ja nicht durch. Die Hecke da. Nein, das hat keinen Wert. Ich schaff das nicht. Was mach ich nur? Ich muss den. Der Förster ist doch im Prinz im Wald. Auf der Jagd. Ich muss den Förster holen. Ja, das ist die einzige Rettung. Förster holen. Förster. Ja, Prinz, aber mitten im Wald hier, wir können doch hier mitten im Wald noch kein Lager aufschlagen, es ist heller Nachmittag, da können wir doch noch wirklich ein bisschen jagen gehen, gell? Nein, ich bin doch schon müde jetzt und ich spüre, dass ich schon transpiriere. Ich würde doch vorschlagen, dass wir jetzt das Lager aufschlagen. Prinz, wir haben so ein schönes Büchsenlicht noch, da könnten wir doch noch nach Hasen schießen oder Wildsau. Nein, also ich fühle mich bereits nicht mehr so richtig in Jagdstimmung. Ich bin sehr, sehr müde. Ja, aber das Lager machen doch die Leute, da brauchen wir uns doch nicht. Moment, was ist denn das? Förster, ich bin's, der kleine Igel, schaut's eine Runde, Herr Förster. Ja, was machst denn du hier? Ja, bitte, Sie müssen helfen, Herr Förster. Stellen Sie Ihnen vor, die Hexe, die hat den was Armen. Was hat die? Die hat den armen Kasperl, hat sie in eine Dornenhecke gezaubert. Und wenn wir den nicht vor dem Abend da rausholen, dann muss der 100 Jahre schlafen. Bitte, Herr Förster, bitte gleich mitkommen, wir müssen den Kasperl befreien also, und wecken. Ja, dem Kasper, dem müssen wir helfen. Bello, komm, wir müssen dem Kasper helfen. Ja, ich führe sie auch. Komm, Herr Förster, komm, jetzt gehen wir. Ja, danke schön, Igel, komm. Herr Förster, da ist schon. Schauen Sie, da steht die Hecke. Bitte, schneiden Sie es auf. Bitte ja, schön. Ja, mein lieber Igel, das ist aber eine ziemlich große Hecke. Ich werde es mit meinem Jagdmesser einmal versuchen, da durchzukommen. Ja, Moment. Ja, weiter. Oh, das ist was sehr schwer ist das. Ja, weiter schneiden. Mein lieber Igel, das schaffe ich nicht. Das ist zu dicht, die Hecke. Da kann, ja, was kann uns denn da helfen? Ja, nur eines, der Prinz, der hat doch ein Schwert. Das ist die einzige Möglichkeit, durch diese Hecke zu kommen. Bello, komm mal her, Bello, komm. Pass auf, Bello, du gehst jetzt zum Lager zurück und holst den Prinzen. Ja? Ja, dann lauf. Ja, das ist vielleicht die Rettung. Ja, denn sonst kommen wir ja da nie durch die Hecken durch. Aber wenn wir jetzt hier so lange rumstehen und die Hexe kommt zurück, dann verzaubert sie uns ja auch. Ich weiß schon, was ich mache. Herr Förster, ich gehe ein Stück in Richtung aufs Hexenhaus und pass auf, dass die Hexe nicht kommt. Gell? Ich pass gut auf. Ja, Igel, das ist eine schöne Idee. Aber passt gut auf, dass sie nicht kommt, gell? Ja, wenn sie kommt, komme ich gleich angerannt und dann verstecken wir uns. Ja, gehe schon. Ja. Sehr schön, ja. Willst du mich wohl loslassen, du Köter? Das ist doch nicht zu fassen. Lässt du mich jetzt los? Platz, Bella! Herr Prinz, Sie müssen sofort ein Loch in die Hecke schlagen. Wozu soll ich denn in diese schöne Hecke ein Loch schlagen? Der Kasper sitzt dahinter, die müssen wir rausholen. Ah ja, dann will ich mal schnell mit meinem Schwert versuchen, ein Loch hineinzuschlagen. Eins, zwei. Ach, das ist aber doch sehr anstrengend. Wie kommt denn überhaupt der Kasper hinter diese Hecke? Na, die Hexe hat ihn doch verzaubert. Und wenn wir bis Sonnenuntergang nicht rausholen, muss er 100 Jahre schlafen, Prinz. Ach so, ja, aber das ist doch sehr schön, schlafen. Na, Prinz, für Sie vielleicht.
Aber der Kasper will nicht schlafen, der will raus da. Deswegen müssen wir ihm helfen. Deswegen müssen wir ein Loch in die Hecke schleimen. Also machen Sie bitte weiter, Prinz. Richtig, ja. Ich will es versuchen, ja. Ich danke. Also noch einmal. Eins. Zwei. Oh, das ist aber doch furchtbar anstrengend. Bitte, Prinz, machen Sie weiter. Drei. Vier. Also ich kann bald nicht mehr. Prinz, bitte. Ich versuch's noch einmal. Fünf. Sechs. Nein, also ich sehe, das ist jetzt das letzte Mal. Sieben. Es ist nicht mehr möglich. Nicht mehr möglich. Prinz, machen Sie doch weiter. Wir haben doch schon die Hälfte. Nur nach unten müssen wir durch. Bitte, Prinz. Ja, aber lieber Förster, das sind ja noch mal fast über sieben Schläge. Prinz, nur noch sieben Schläge. Ach, also ich will mich bemühen. Man ist doch als Prinz heutzutage ein sehr geplagter Mann. Also gut, also ich setze an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viel haben wir denn noch? Nur noch zwei Schläge, was Prinz. Denn noch zwei Schläge? Also gut, also hier ist der nächste Schlag und noch ein. Hurra, Prinz, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Durch. Prinz, ich sehe den Kasper. Kasper! Wach auf! Wach auf! Er wacht nicht auf. Er wacht nicht auf. So geht das auch nicht, mein Förster. Wissen Sie, ich entsinne mich da eines Falles mit einer entfernten Cousine. Die habe ich auch aus einer Dornenhecke frei gehauen und musste sie dann noch wach küssen. Wissen Sie, das geht nur mit einem Kuss. Naja, bitteschön, Prinz, denn gehen Sie doch durch und küssen Sie den Kasper, damit er wach wird. Aber ich denke ja gar nicht daran. Ich werde den Kasper küssen. Nein, den mit seiner großen Nase. Nein, also das geht nicht. Das mache ich nicht. Das ist mir viel zu unästhetisch. Ja, was soll ich denn machen, Prinz? Ich bin doch viel zu breit. Ich komme doch da nicht durch das kleine Loch da. Ja, also bitte, da bin ich also nicht dazu bereit. Da verschwinde ich lieber. Auf Wiedersehen. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt stehe ich hier vor der Hecke, Loch ist drin und der Kasper, der schläft da. Was, ich komme da nicht durch. Moment. Bello, pass auf. Du gehst jetzt durch die Hecke und küsst den Kasper, damit er wach wird. Jo? Was ist denn das? So zickig musst du mir haben. Siehst du, das wird dir ja das ganze Gewitter, Bello. Ja, sehr gut. Oh Gott, der Abend. Oh, das war ja ein Bad am frühen Morgen. Wo bin ich denn überhaupt? Hey, ich liege ja mitten in einer Hecke drin. Ah, der Herr Förster ist da. Oh, jetzt fällt mir alles wieder ein. Die Hexe hat mich ja da reingezaubert. Ui, jetzt muss ich gleich durch die Hecke kriechen. Moment, Herr Förster, ich komm schon. Jo, komm her, Kasper. Ah, ja, haben Sie mich befreit. Schönen Dank, Herr Förster. Oh, bitte. Das hat der Bello hat das gemacht. Komm, Bello, Fuß. Ja, Bello, ja, du lieber Hund. Ah, du bist ein Braver. Du kriegst auch eine Riesenwurst von mir. Nein, ich meine eine Riesenwurst von mir. Herr Förster, das muss gerecht werden. Ja, die Hexe, der spielt ja einen Streich. Hat die mich doch Hund. Ja, wissen Sie, was ich mache? Die schicke ich auch 100 Jahre in Schlaf. Haha, ich weiß ja jetzt, wie man das macht. Das geht ganz einfach. Dann nehme ich den Zauberstab von der Hexe und dann zaubere ich die auch in Schlaf. Ja, wie wirst denn du den Zauberstab von der Hexe bekommen? Das ist doch unmöglich. Ja, wie kriegen wir den Zauberstab von der Hexe? Bello, du geh doch ins Hexenhaus und da liegt der Zauberstab von der Hexe bestimmt irgendwo auf dem Tisch rum, denn ordentlich sind Hexen nie. Die hat den bestimmt wohl liegen. Hast du verstanden, Bello? Ja, dann so, Bello, los. Los, hol den Zauberstab. Ah, Pastor, taubern wir die Hexe in 100-jährigen Schlaf. Ja, Moment, Zauberstab, und da muss man ja was dazu sagen. Was hat denn die Hexe gesagt in meinem Fall? Da war doch was. Hat sie gesagt... ich weiß schon, Schneckenwurz und Linsengang, Herr Förster, gehen Linsen, können Linsen gehen? Das können Sie nicht. Nein, das können Sie nicht, nein, also dann muss es umgekehrt heißen, dann muss es Wurzengang und Schneckenlins, nein, das ist auch Quatsch, Linsengang und Schnecken, Linsenwurz und ich weiß es, Linsenwurz und Schneckengang, hinten lang und vorne noch länger, nein, das stimmt nicht. Das reimt sich ja nicht. Das reimt sich nicht, nein, dichten tut's auch nicht, Linsenwurz und Schneckengang, hinten kurz und vorne lang, ja! Ja, jetzt hast du es. Linsenwurzen, Schneckengang, hinten kurz und vorne lang. Was war denn dann noch?
Da war was mit. Überleg doch mal, Kasper, du hast es doch gehört. Ja, ich hab's gehört. Ja, da hat irgendjemand was gelogen. Gelogen, nicht lügen, ist wahr. Und dann, das reimte sich nämlich auf Jahre. Die 100 Jahre, die waren wahr. Moment. Linsen, Wurz und Schneckengang. Hinten kurz und vorne lang. Was gelogen ist, wird wahr. Der Kasperl schläft für... Nicht aussprechen, nein. Das muss jetzt heißen, die Hexe schläft für... Ja, na, sehr fand, gut. Das ist wunderbar, Kasper, du hast es ja jetzt. Ja, und wenn jetzt der Bello noch kommt, da kommt er ja schon. Bello, hast du den... Er hat den Zauber. Das ist ein feines Hundchen. Ja, Bello, prima. So, jetzt gehen wir zur Hexe und schicken sie in den Schlaf. Na, das wird mir erfreut sein. Kasperl, Herr Fürst, Kasperl, Gott sei Dank, dass du draußen bist. Ja, grüß dich. Du, pass auf, die Hexe kommt, die ist Fuchsteufelswild. Und da warten wir doch drauf, Igel. Ja, der hat aber jemand den Zauberstab weggenommen. Und deshalb kommt die. Ja, das war doch wieder der Bello hat die geholt. Jetzt so zaubern wir die Hexe. Ja, dann versteckt euch aber bloß. Mir zittern schon die Knochen und die ganzen Stacheln auf dem Leib, wenn ich an die Hexe denke. Nur keine Sorge, Igel. Wir verstecken uns schon. Warte nur, die kann jetzt gleich kommen. Mein Zauberstab ist weg! Mein Zauberstab ist weg! Ich habe da einen Hund gesehen! Wo ist mein Zauberstab? Was ist denn das? Die Hecke! Ja, da ist ja ein Loch in der Hecke drin! Ja, da muss ich doch sofort nachsehen, ob der Kasper noch drin ist. Ja, da muss ich mal gleich meinen Kopf in die Hecke stecken. So, aua, das piekst aber. Okay, ja, ich komm schon rein. Jetzt schlüpft die Hecke da. Ja, die Hexe in die Hecke. Jetzt einen Tritt mit dem Stiefel in die Hecke. Hey, ja. Jetzt ist die Hexe in der Hecke. Und jetzt sprechen schnell Linsen, Wurz und Schneckengang. Hinten kurz und vorne lang. Was gelogen ist, wird wahr. Die Hexe schläft für 100 Jahre. Kinder, das klappt ja tatsächlich. Die schläft. Hört ihr das? Herr Förster, Herr Förster, kommt's raus, schnell kommt's. Ja, was ist denn los, Kasper? Was ist denn los? Her, kommt's nur her. Da schaut mal durch das Loch durch in der Hecke. Die Hexe, sie schläft. Hört ihr das? Psst, halt's mal. Tatsächlich. Na, das ist doch herrlich, Kasper. Da hab ich ja 100 Jahre Ruhe. Okay, da freust du die Aufwendung. Ja, seid's nur ruhig. Ihr weckt mir die Hexe ja wieder auf. Kasper, da brauchst du keine Angst haben. Solange du sie nicht küsst, wird die nimmer wach. Ganz bestimmt nicht. Das machen wir gewiss nicht. Geh, Herr Förster, jetzt gehen wir alle Igel, Förster, Bello, jetzt gehen wir feiern. 100 Jahre Ruhe, mein Kinder, ist das schön. Auf Wiedersehen.